Im Schatten der EZB, Festung, einsamer Monolith. Mit solchen Beschreibungen wird deutlich, welchen Eindruck viele Menschen von der Europäischen Zentralbank haben: weltfremd und isoliert von der Umwelt. Nicht nur politisch wird der EZB genau dies von ihren Kritikern vorgeworfen. Auch im Kleinen scheint es auf das Verhältnis zwischen EZB und dem umliegenden Stadtteil zuzutreffen. Das soll sich ändern, beschloss nicht nur Oberbürgermeister Peter Feldmann. Zusammen mit den Mitgliedern der EZB-Gewerkschaft International and European Public Services Organization, kurz IPSO, will er sich für eine Stadtteilöffnung der EZB stark machen, auch um Vorbehalte in der Bevölkerung abzubauen. Die Menschen haben hier legitimerweise Angst. Sie denken, dass dadurch, dass die EZB-Mitarbeiter hier sind, sie verdrängt werden. Und deshalb ist natürlich doppelt wichtig, hier den sozialen Wohnungsbau zu schützen, vielleicht sogar zu erweitern. Und es gibt ja schon die ersten Fraktionen, die vorschlagen auch, dass die EZB dann, wenn, dann auch selbst Wohnungen bauen muss für ihre Mitarbeiter. So war das früher bei Frankfurter Betrieben normal. Und warum soll die EZB dann nicht auch mal ein Vorreiter sein? In dem Fall zurück in die Zukunft. Ein gemeinsamer Rundgang führt unter anderem in die Uhlandstraße. Alle Beteiligten erfahren hier unter anderem einiges über die Historie, aber auch über aktuelle Entwicklungen im Stadtteil. Die Gewerkschaftsmitglieder sind die ersten, die mitlaufen. Doch die Runde soll künftig auf alle interessierten EZB-Mitarbeiter ausgeweitet werden. Der Bürgermeister hat das sehr schön gesagt, es ist ein Brückenbau zwischen den Mitarbeitern der EZB und den Bürgern im Ostend. Und wir freuen uns als Gewerkschaft, dass wir teilnehmen können und dass der Bürgermeister die Gewerkschaft einlädt und nicht nur die Leute auf den obersten Etagen. Es wird sogar bereits in die Zukunft gedacht. Dabei geht es auch um die Frage, wie die Annäherung zwischen EZB-Mitarbeitern und den Anwohnern im Ostend zukünftig gestaltet werden könnte. Na, die eine Idee ist natürlich, dass man regelmäßig diese Rundgänge macht, dass man vielleicht auch Veranstaltungen mit der Bevölkerung macht, dass man die neuen Nachbarn nicht als Feinde sieht. Und das ist auch die Frankfurter Tradition, dass man miteinander spricht und versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen. Der insgesamt fast 1,5-stündige Rundgang wird unter anderem auch am Schwedlersee und dem Frankfurter Zoo Station machen. Wie das Verhältnis zwischen EZB und dem Frankfurter Osten künftig gestärkt werden könnte, wird sich zeigen. Denkbar wäre unter anderem eine Unterstützung sozialer Initiativen vor Ort.